Hi und herzlich willkommen zur dritten Region Challenge auf meinem Kanal. Ich bin Moses und heute ist die Hoenn-Region dran. Bei dieser Region muss ich ganz ehrlich sagen, die Pokémon werden teilweise richtig kompliziert geschrieben und ich hoffe einfach, dass ich auf gut Glück direkt richtig eintippen werde, weil ansonsten wird mir einiges an Zeit verloren gehen und ich denke mal, bei jeder Region werde ich nicht so gut abschneiden wie bei den anderen Regionen, auch wenn Omega Rubin Alpha Saphir im Moment das aktuellste Game ist. Aber wir geben unser Bestes. Ich hoffe, dass ich so 70% schaffe. 75% wäre nicht verkehrt. Schauen wir einfach mal, ob wir das hinbekommen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. So, jetzt stelle ich das hier aber noch so ein, dass man alle Felder sieht. So ungefähr. Alles klar, fangen wir mit den Startern an. Gekabor. Wisst ihr, da geht jetzt schon direkt los. Gekabor. Reptane. Gewaltro. Flamly. Junglut. Logok. Tropi, Morabel, Sumpex. So, dann haben wir da in der ersten Route ein Zig, Zax, ein Geradax, Vivien und Magnayen. Dann haben wir in dieser Gen die Käfer-Pokémon Baumpel, Schalocco, Papinella, Panikon und Jessies Pudox. So, das hätten wir schon mal. Dann können wir fangen, ziemlich am Anfang. Loturzel, Lombrero, Kapaloris. So, dann Knilz und Karpilz. Samurzel, Planas und Tengulist. Schwalbini, Schwalboss, Pelipper und Wingull. So, Drassler für den Heiko, Kirlia und Hamas, Garde, War, so, Tanhel, Metang, Metacross, Kindwurm. Raschel. Wird jetzt ein bisschen kreuz und quer hier. Brutalanda. Absol. Wablu. Altaria. Sengo. Vipitis. Bashwa. Schon wieder vertippt. Bashwa, Milotic, Bummels, Montier, Letarking, Seemops, Seeung, Malreiser, Firnon, Tor und Schnäppke haben wir auch. Ninkada, Ninja, Turm, ja, in vergessen, Ninja, Turm und Ninjask. Dann haben wir
Vollbeat und das Gegenstück dazu war ein Lumise. So. Stolunior. Stolrak. Stolos. Meditalis. Makuhita und Hariyama. Hariyama. So. Eneko. Enekoro. So. Die Beldra. Die Brava. Knackleon. Plussel, Minun. Fritzelblitz und Voltenso. Roselia fällt mir noch ein. Schlupuk. Schluck weg. Zubiris, Flunkiefer, Formio, Kecleon, Nassknet. Flurmel. Krakelo. Kravums. Ja, Team Aqua. Kani. Anna, so. Ja. Tohaido. Kamaup. Gamarupt von Team Magma. Dann gibt's einen Welser. Boah, wie ist denn die Vorentwicklung davon? Weiß ich gerade gar nicht. Weimar. Vielleicht fällt mir ja gleich noch ein. Weilord. Boink und Kroink. Dann haben wir hier die zwei Zwillinge hier. Lunastein, die Arenaleiter und Sunfell. So, der Ash hat in der Serie ein Krebs. So. Ja. Und Krebu. Tack. Tack. Genau. Und ein Quirtel. Da haben wir auch. Schmerbe ist die Vorentwicklung. Schmerbe. So. Dann haben wir auch. Dann haben wir noch. Pupanze. Lepumentas. Und ja, die Fossilien, die sind doch hier Amaldo. Die Vorentwicklung war Anorit. Wie ist das andere noch? Willy. Da muss die Vorentwicklung sein. Lilip. So? Oh ja. Cool, cool. Cool, cool, cool. Dann haben wir noch hier Geister. Schuppet, weil es gibt ja auch Mekabanett.
Ah, komm schon, war nett. Ohne R. So, ja, genau. Zwielicht und Zwirklob. Die Eisbohnen, was haben wir denn noch bei Team Rocket? Wo ihn genau hat die, glaube ich, die Vorentwicklung ist so bekommen, genau. Pantinimi ist, glaube ich, Gen 4, aber Palim, Palim, ne? Genau, diese Glocke da. Dann machen wir noch die Golems. Regirock. Regice. Registeel. Was haben wir noch an Legis? Hirachi. Deoxys. Kyogre. Groudon. Und Rayquaza. So. Das haben wir auch. Latios und Latias natürlich. Sieht gut aus, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Für die Herzschuppen, genau hier, Libiskus. Und dann gibt es ja noch die Pokémon, wenn man. Ah, hier Taucher macht. Perlu und Relikant, ne? Ne? So. Ja, und dann gibt es hier noch diese zwei, die unaussprechlich unschreibbar sind. Alabis. Ich mit 2a. So, ja. Yeah. Und Saganabis. Yay. Haben wir auch. Cool. Ja, was fehlt uns noch? Der James hat noch einen Tuska, ne? Noctuska. Und jetzt fehlen uns noch 5 Stück. 5 Stück. Wie heißt denn dieses Pflanzeflug da? Aussieht wie so ein Dino. Tropius. Yeah, hatten wir auch. Und jetzt bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Die restlichen 4 fallen mir nicht ein. So. Wir sind fertig und es hat gefehlt. Geweiher Maskeregen. Okay. Azurill wäre ich absolut nie drauf gekommen und Pandya auch nicht. Boah. Boah. Aber gut. 131 von 135. Finde ich, ist ein Top-Ergebnis. Denke ich mal, funktioniert aber auch nur so gut wegen Oras. Ansonsten hätte ich, denke ich mal, und ich habe auch ein bisschen Glück mit dem Eintippen gehabt, weil Alabis und Saganabis hätte ich nie gedacht, dass ich das richtig eintippe, dass mir das vielleicht die eine oder andere Minute gekostet hätte. Aber okay. Ja, ich hoffe, die Challenge hat euch auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Den Link zu dem Spiel werde ich wie immer in die Videobeschreibung packen. Und wie gesagt, versucht euch auch mal daran und schreibt mir eure Ergebnisse in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Ansonsten war es das auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Moses. Ciao.